Was geht, Leute? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Juicy Bites, also Folge 2. Wir werden heute Kartoffelecken und Chicken machen. Das habt ihr euch nämlich am meisten gewünscht, laut den Kommentaren unter dem letzten Video. Und deswegen bin ich bei mir draußen in meiner Hood Max Powerleben Mitte, falls irgendjemand aus Hamburg das erkennt. Und wir gehen jetzt zu Aldi, wir holen Hühnchen. Ich glaube, wir holen einfach so auch Kartoffeln, obwohl wir Kartoffeln zu Hause haben, weil ich mag es einfach, Sachen auf Vorrat zu haben und am Ende nicht mit so kleinen Kackkartoffeln zu arbeiten zu müssen. Dann, wir haben zwar Hühnerbrühe zu Hause, aber ich möchte diese Maggi, diese Cubes, because I like them more. Und was brauchen wir dann noch? Und Crayfish Seasoning. I need that shit. Ich weiß nicht, wo ich es finden werde, aber wir gehen jetzt erstmal zu Aldi und dann den Rest seht ihr. Let's go. Oh Leute, ich sehe so cute aus. Oh mein Gott. Mein Boyfriend kommt gar nicht mit mir klar. I'm so sorry that I'm so embarrassing, but I just be feeling myself. Auf jeden Fall sehe ich hier schon das Chicken, das ich immer hole. Ich hole nämlich 1100 Gramm. Und solche großen Chicken-Packungen kenne ich nirgendwo außer in Aldi. And I'm just show y'all. Also normalerweise hole ich so 3 große Hähnchen-Schenkel. Das will, dass wir jetzt so 6 kleine holen, weil die müssen wir nicht noch verkleinern und da müssen ja die Knochen brechen und darauf hat er keinen Bock. Und deswegen weiß ich nicht, was ich machen soll, aber eigentlich will ich die nicht holen, aber eigentlich esse ich eh kein Chicken, aber eigentlich ist mir das ein Dorn im Auge, aber eigentlich könnte es mir auch egal sein, ich weiß es nicht. So Leute, Speisekartoffeln und Hähnchen sind im Sack und jetzt gehen wir zu Rewe und holen uns Maggi Cubes. So Leute, ich habe bei Aldi leider nicht meine Maggi Würfel gefunden, deswegen habe ich die jetzt bei Rewe besorgt. Und jetzt sind wir auf dem Weg home. Ich habe gerade 2 so niedliche Mädchen getroffen und sie war einfach, sie hatte dieselbe Kombi wie ich. Sie war halb Türkin und halb aus Nigeria. Und das war einfach zu lit, period. Weil sie kam aus Altona und ich habe schon gesehen, dass es Leute gibt, die aus Ghana und der Türkei kommen oder auch vereinzelte Leute aus Türkei, Nigeria, aber die waren so in Österreich oder in der Schweiz. Und jetzt habe ich einfach so ein Mini-Me in meiner Hood. Und sie geht in die Jahre von meinem Bruder. So, what? By the way, outfit of the day, because I look really fucking cute, ist eine orange, wollte ich gerade sagen, eine rosa Lederjacke von Naked, eine Jogginghose, ein Zip-Oberteil von Fashion Nova, das ich jetzt nicht runtersippen werde. Und ich will jetzt John 1er sagen, dann kommen Leute sagen, das sind keine John 1er, also diese Schuhe. So Leute, ich bin jetzt in meiner Küche und kann euch in Ruhe herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von Juicy Bites. Übrigens hat irgendjemand von euch mir diesen Namen empfohlen und zurzeit finde ich ihn auch cool, aber ganz schnell komme ich über Sachen hinweg, deswegen hoffe ich, das wird noch fresh. Ansonsten schreibt mir auf jeden Fall weitere Ideen, denn ansonsten ändere ich das einfach bei jeder Folge. Oh, fuck. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, habt ihr euch zahlreich gewünscht, dass ich das Gericht in meiner Story mache, wo, also ihr meintet einfach Kartoffeln und Chicken, deswegen gucken wir jetzt einfach mal meine Story an und schauen mal, was du damit hast und da angerichtet, sag mal. Was gab es denn da? Ich mach das mal mit euch zusammen. Das war Fisch, das war Teig. Oh mein Gott, da habe ich diese Poachers als erstes mal gemacht. Wieder Poacher, mein B-Day, Torte. Das sind diese Nudeln, diese Chicken-Nudeln. Jollof Rice, Pizza, Brownies. Okay, komm, so, du bist so schnelle. Das sind auch wieder diese Nudeln. Oh mein Gott, shit. Ach, da haben wir es. So, Leute, und zwar einmal hier. Das ist das Gericht roh, das werden wir jetzt machen. Und zwar habe ich das an dem Tag mit Kartoffelgratin und Sahne gemacht, deswegen war das Gericht so ein bisschen weißer. Und dann habe ich es, wie ihr hier sehen könnt, an einem anderen Tag. Oh mein Gott, Digga. Fick nicht Kopf. So. Ohne Gratin gemacht, nur mit Olivenöl. Und das ist auch das, was wir heute tun werden, denn ich habe es ja probiert. Hier habe ich es noch in einzelnen Steps, wie ich dieses Food gemacht hatte. Genau, das war's. Genau, das werden wir heute zungen. Und so sah es aus, oh mein Gott, einmal mit Music. Cause what the fuck? This is what we doing. Und glaub mir, Schatzi, du wirst dir deine Fingerkuppen alles aufschlecken. Deswegen, let's go. Was ihr mainly braucht... Lass mir hier mal meine Haare richten. Ihr wisst ja, also ihr wisst nicht, weil ihr es als eine Folge gibt, aber falls ihr es gesehen habt, ich werde leider nicht wie andere Leute, die wahrscheinlich kochen, am Anfang alle Zutaten nennen, denn ich weiß es selber gar nicht. Ich probiere einfach aus. Ich werde euch am Ende vielleicht eine Zusammenfassung davon machen. Aber main thing, was ihr safe braucht, sind einfach Kartoffeln und Chicken und das war es eigentlich. Was ich sagen würde, was auch noch unglaublich wichtig ist,
sind diese Maggi Cubes oder einfach Hühnerbrühe, Rinderbrühe, ist egal. Gewürze, Zwiebeln, Knoblauch und Olivenöl und alles andere ist optional. Und was das erste, was ich mache, einfach einen Haufen Kartoffeln schneiden, schälen, also schälen, waschen, schneiden und dann in eine Auflaufform geben. Die muss ich jetzt erstmal rausholen, Sommer. Wie groß wollen wir denn heute unser Essen veranstalten? Kennt ihr nicht, man hat verschiedene Größen und Auflaufformen. Ich denke, das sieht ganz passend aus. Das ist so, werden wir das auch tun. Und in diese Auflaufform werde ich jetzt erstmal Kartoffeln bis ungefähr hierhin reinschneiden. Auch wenn es bis oben hin voll wird, Leute, diese Kartoffeln gehen im Backofen ein, würde ich einsagen, aber wenn Kartoffeln gar werden, ist das Volumen halt nicht mehr so hoch, deswegen ist es halb so wild, wenn ihr viele Kartoffeln schnibbelt. An alle Skeptiker, die Platte hat einiges gelitten, weil ich mit der seit Jahren koche, die ist aber blitzeblank sauber und die enttäuscht mich nie, deswegen werden wir auch heute wieder auf dieser Platte schnibbeln. Oh mein Gott, was auch noch fucking important ist, let me take it out of the freezer, sind Leute, meine Engelchen, das sind diese afrikanischen Chilis, von denen ich geredet habe. Die heißen Scotch Bonnet. Das heißt, wenn ihr in einen Afro-Shop geht, fragt einfach nach Scotch Bonnet oder guckt einfach in den Gefrierfach. Da findet ihr überall solche Tüten mit so kleinen Chilischoten. Die sind maximal scharf und maximal tasty. Ich habe leider auch keine Mengenangaben. I'm so sorry, y'all. Ich werde euch einfach beibringen, wie man improvisatorisch kocht. Weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, für wie viele Leute ich koche. Ich koche jetzt für 3 bis 4 Leute, weil mein Freund, ich, mein Bruder unter Umständen ist, das ist gerade nicht einfach auf meinen Fuß gefallen, ne? I can't fucking believe. Und meine Mutter, ich weiß nicht, ob die alle essen werden, aber selbst wenn die nicht essen, dann können ich und mein Freund noch ein zweites Mal essen. Und wenn ihr das nur für euch machen wollt, dann ist es natürlich nicht logisch, 30 Kartoffeln zu schälen und so eine riesen Auflaufform zu machen. Dann macht ihr es einfach so passend für eure Portion. Und ich denke, das werdet ihr hinkriegen, Leute. Ihr seid doch Ausländer, ihr habt doch ein bisschen Augenmaß über mich. So Leute, nachdem ihr die Kartoffeln geschält habt und gewaschen habt, kommt es ans Schneiden. Es ist euch ganz überlassen, wie ihr die schneidet. Und zwar zeige ich euch 2 Formen, wie ich das mache. Entweder habe ich die in so kleine Halbmondscheiben geschnitten, das heißt ungefähr so und dann so. Dann seht ihr, sind das ziemlich dünne Scheiben, aber ich habe mich jetzt dazu umentschieden, doch etwas dickere Würfel zu machen, da das eh lange im Ofen bleibt. Und ich finde im Endeffekt, wenn man so größere Würfelstückchen hat, schmeckt das besser. Also dann kannst du da richtig reinpieksen. Weißt du, wenn du hier später reinpiekst, geht die Kartoffel kaputt. Und dafür musst du lediglich einfach die Kartoffelhälfte, ja, durch 3 spalten und dann zack. Ihr wisst doch, wie das geht. So, in der Zeit, in der ich die Kartoffelchen hacke, oder wie ich das so nennen will, macht alles für mich das Chicken klein. Das ist nämlich für mich ein bisschen zu schwer, weil wir haben so große Hähnchendeckel und da sind Knochen dazwischen und das ist manchmal ein bisschen hart, aber das Chicken ist immer ganz gut. Deswegen macht er das in der Zeit, in der ich die Kartoffeln schnippe. Und an alle, die das irgendwie fragwürdig finden, dass das in Wasser liegt oder dass ich das Chicken wasche, ich werde immer alles an Fleisch waschen. Wenn du Probleme hast, dann guck dir die Kochvideos von jemand anderem an. So, eigentlich ist es klug, das vorher zu machen, aber natürlich bin ich so verplant, habe vergessen, was vorher zu machen. Deswegen, das Chicken werden wir jetzt erstmal aufkochen in einem Topf mit Wasser. Da werde ich jetzt auch Zwiebel, Salz, Olivenöl, ein bisschen Seasoning, also Hühnerbrühe, aber nicht viel Seasoning, weil eigentlich will ich nur, dass dieses Hühnchen einmal vorgekocht ist. Denn jeder, der in einem African Household groß geworden ist, weiß, dass I don't play with this blood type of shit. Ich mag das nicht, wenn das Fleisch noch weich ist oder blutig oder so. Und um das zu garantieren, koche ich es einmal ab, bevor ich es in den Ofen tue. Mit der Auflaufform, weil dann kann es auch nicht irgendwie halb roh nochmal rauskommen. Und yes, that's what we're doing. So, nachdem ihr da ein bisschen was gewürzt habt, ich habe da jetzt eine Zwiebel, eine Zehe, ein bisschen Hühnerbrühe, ein bisschen Salz, ein bisschen Öl reingetan, legt ihr einfach das Chicken da rein, könnt einen Topf drüber machen und dann lasst ihr das kochen. Wie gesagt, das wird kein schönes Gericht, es geht einfach nur darum, dass das Chicken durchkocht und dass es nicht komplett ohne Geschmack kocht, deswegen legen wir das da rein. Und das wahre Seasoning kriegt dieses Chicken ja gleich noch in der Auflaufform, deswegen so, einmal reinstecken und dann einen Deckel drüber machen.
und zack. So Leute, die Kartoffeln sind geschnibbelt und das Ganze kocht auch schon. Das ging ziemlich schnell, weil wir so einen automatischen Herd haben und auf neuen irgendwie kocht da alles in 3 Minuten. Das finde ich sehr ungewöhnlich, weil ich dran gewöhnt bin, dass das früher alles immer länger gedauert hat, bis es kocht. Aber das ist halt so wild. Ich werde jetzt nochmal so einen Scotch-Bonnet klein hacken und da reinkochen, damit das Hühnchen vorher schon mal ein bisschen einen scharfen Taste hat. Und danach gehen wir daran, Knoblauch und Zwiebeln und alles Mögliche dafür klein zu schneiden. So, ich gebe jetzt ungefähr eine halbe von diesem Scotch Bonnet da rein, weil das, wie gesagt, erstens sehr scharf ist, zweitens kommt da noch eine ganze in das Essen eh rein und wir wollen es nicht vergiften. Und dieses Wasser werden wir im Nachhinein noch mal dafür nutzen, vielleicht Reis zu kochen. Nicht heute, weil wir haben ja Kartoffeln, aber mit diesem Chicken-Wasser kann man auf jeden Fall richtig geiles Essen machen. Deswegen habe ich ein bisschen nur Chili davon reingemacht, damit das Reis nicht unglaublich scharf wird. You get me? So, das sind ca. 15 Kartoffeln, habe ich jetzt Pi mal Daumen gezählt. Dafür habe ich jetzt erstmal 3 Zwiebeln. Die werden wir gleich klein hacken und da drauflegen und schauen, ob das so von der Proportion passt. Und wenn nicht, dann schneiden wir einfach noch mehr. Und genau so funktioniert Kochen alles so. Es gibt kein Rezept. Bin ich die Einzige, die immer die erste Schicht von der Zwiebel abmacht, weil ich immer Angst habe zur Sicherheit, dass irgendwas drin ist. Also die erste Schicht einfach, weißt du? Ich schwöre, ich mache das auch. Einfach zu safety. So, und dann spalte ich lediglich die Zwiebel in 2. Und dann 1, 2, 3, je nachdem wie groß eine Zwiebel ist. Einfach würfeln, Bruder, Digga. Muss ich euch echt erklären, wie man Zwiebeln würfelt, du, da war's. Und dann kommt's aufs Essen drauf. Mm. Wollen wir mal gucken, wie es unserem Chicken geht? Schatz, es wird alles voll dampfen von der Kamera. So, das sieht doch gut aus. Wir müssen umdrehen. Alles, was rot war, ist braun geworden. Sieht gut aus. Ich lasse das gerne noch ein bisschen mehr kochen, weil Fleisch kann man nie genug kochen, in meinen Augen. Aber bevor jetzt die Almanis kommen und sagen, ganz ehrlich, was ist mit Medium Well und so? Gibt's nicht. Es gibt nur durchgekocht. So Leute, das Verhältnis sieht gerade so aus. Eigentlich sieht es okay aus, aber es könnte doch ein bisschen mehr Zwiebel sein. Das ist schon echt unglaublich viel Kartoffel. Und Zwiebel werden ja auch wie Kartoffeln glasig. Und wenn die einmal eingehen, dann sind da auch irgendwie fragwürdig am Ende, wo die ganzen Zwiebeln sind. Deswegen packe ich da noch alle rein. So, jetzt schneide ich einmal diese Scotch Bonnet Chili, Leute. Ich fasse sie sehr ungern mit der Hand an. Für euch mache ich das jetzt, weil ich danach einfach... Also erstens, bevor mir das hier irgendjemand reinschreibt, von wegen so, dies und das. Euch ist hoffentlich bewusst, dass mein Freund und ich uns unsere Hände waschen und unsere Hände desinfizieren und unsere Handys desinfizieren, wenn wir hierher kommen. So, weil es letztes Mal schon jemand kommentiert hat. Aber auf jeden Fall, ich werde meine Hände gründlich danach waschen, weil Leute, ist kein Witz. Meine Hände wirklich, bis morgen könnte ich daran erblinden, wenn ich sie in die Nähe von meinen Augen bringe. Ich will nicht mal übertreiben. Aber ja, so sieht es aus. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Chili reinmachen, weil das ist definitiv zu wenig. Und genau, das werden wir jetzt auch tun. Diese Dinger sind wirklich kleine Höllendinger, aber ich liebe sie. Das macht auch gerade so lecker, so tasty. So, weil Knoblauch original das A und O in Essen ist. Also ich liebe es einfach. I just love the taste. Mir doch scheißegal, wie ich danach rieche. Fick dich. Und deine Meinung? Like, Knoblauch ist einfach essentiell. So, weißt du, was ich meine? Und ich tue halt wirklich fast so eine ganze Zehe rein. Ich habe jetzt die einmal gekillt und davon werde ich, glaube ich, wahrscheinlich noch die Hälfte reintun, weil I just need that shit. So, das Knoblauch könnt ihr auch schneiden, wie es euch am liebsten ist. Ich mache Knoblauchstücke gerne nicht zu klein, weil ich gerne das auch noch irgendwie im Mund gern spüre, so. Deswegen mache ich einfach so feine Streifen. Die sind auch keine, nicht klein, so die Stückchen. Und dann tue ich sie rein. Aber wie gesagt, ihr könnt das nach Belieben machen. Ich erkläre euch das eigentlich nur für die Leute, die wirklich denken, ich werde alles Schritt für Schritt so wie Zwiebel machen. Oder für die Leute, die tatsächlich einfach noch nie einen Knoblauch geschnitten haben. Leute, wisst ihr, was der größte Jackpot ist? An alle, die oft kochen. Wenn ihr Knoblauch benutzt und immer dieses einzelne schälen müsst und auf einmal findet ihr einen Knoblauch, wo ihr nur einmal schälen müsst und da kommen 2 Zehen raus. Yes, bitch. Yes.
So, jetzt enden wir noch unsere circa 5 bis 6, 7, wer weiß, oder Knoblauchzehen. Und dann haben wir schon mal all unser Gemüse, was ich da rein tue. Ihr könnt da natürlich noch Peperoni, alles mögliche rein tun, aber ich mag nicht so viel Gemüsesorten. Also ihr könnt da vom Ding her auch Bohnen rein tun, Karotten, alles mögliche, was ihr feiert. But this is everything I like, so I'm just keep it classy. Dann rühre ich das einmal ein bisschen durch. Also da ist ja schwer noch was drin, das ist eigentlich alles noch ziemlich trocken. Und jetzt kommen wir ans Seasoning, Leute, jetzt ist es lustig. Unser Chicken, by the way, ist mehr als fertig. Deswegen mache ich das jetzt aus und stelle das zur Seite und lasse es ein bisschen abkühlen, bis wir fertig geseasoned haben und dann hole ich das da raus. Ganz kurzer Tipp von mir an euch, falls ihr auch so klare Staubhühnerbrühe habt, die ist ganz tasty, aber ich finde irgendwie, diese Cubes sind geschmacksintensiver. Und damit ich die eben in mein Essen verteilen kann, ohne dass ich im Ofen gleich rühren muss, tue ich einfach ein bisschen Wasser rein, tue das in die Mikrowelle und dann lösen sich diese Cubes hier auch direkt auf. Dann kann ich das da drauf kippen. So, für das Seasoning könnt ihr auf jeden Fall benutzen, was ihr mögt. Ich brauche jetzt nicht mehr Chili-Pulver oder irgendwas Scharfes, weil ich eben dieses Scotch Bonnet da drin habe und das mir meinen Mund wegbrennen wird. Dann benutze ich etwas Rosmarin, weil Rosmarin auf Kartoffeln ist einfach geil. Aber nicht zu viel, weil es soll nicht so dieses Almani-Geschmack bekommen. Das soll auch nicht gemein klingen, sondern kennt ihr nicht diese Rosmarin-Ecken? Ich liebe die auch im Restaurant, also die einfach nur Rosmarin und Salz sind. Aber weil das halt nicht das wird, will ich nicht, dass es zu doll nach Rosmarin schmeckt. Dann tue ich Kurkuma rein. Ich tue Kurkuma in unglaublich viel Essen, weil es einfach eine schöne Farbe gibt und auch einen schönen Geschmack hat. Sieht orange aus wie Curry. Dann werde ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Curry reinmachen. Das meine ich. Ich mache das eigentlich echt alles nach Lust und Laune. So, dann nehme ich ein bisschen Paprikapulver. Das ist nicht scharf. Hier steht zwar rosenscharf. Das meine ich. Deutschland redet mich so auch was für rosenscharf. So, wie soll ich mir unter dem Wort Rose was Scharfes vorstellen? Ja, wie Buggen. Falls ihr Lorbeerblätter feiert, die heißen auf Türkisch Defneyablak und die findet ihr im türkischen Laden, dann tut da gerne noch ein bisschen davon rein. Die sind aber ziemlich geschmacksintensiv, deswegen tue ich da einfach so grobe Stückchen davon rein, auch nicht so viele, damit man die eben auch wieder aus dem Essen fischen schaut, falls jemand keinen Bock auf Blätter im Essen hat. Und ja, wie findet ihr, sieht das gerade aus? Ich merke gerade, Leute, beim Machen dieses Essen ist eigentlich richtig easy to do, weil eigentlich halt haust du alles nur in einen Auflauf. Und es wird eigentlich von selber. Und deswegen ist es echt easy, weil im Laufe der Folgen werdet ihr merken, es gibt auch Essen, wo du dich stundenlang am Herd die ganze Zeit rühren musst und dies machen musst und das machen musst. Deswegen, das ist auf jeden Fall richtig geil, wenn du mal Bock hast, dir in 20 Minuten Essen zu machen, das in 1-2 Stunden ready ist, wenn du richtig Hunger hast. So, dann kommt da ein bisschen Sonnenblumenöl rein. Ihr könnt da eigentlich auch Öl rein tun, was ihr wollt. Ich mache da immer ein bisschen Sonnenblumenöl und ein bisschen Olivenöl rein, weil ich finde, Olivenöl hat einen sehr, sehr tasty Geschmack im Essen. Wie ihr seht, bin ich nicht geizig, was Öl angeht. Ihr könnt gerne geizig sein, aber Mausi, it don't make no difference bei mir. Deswegen gönne ich mir. So, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass das irgendwie nicht genug Seasoning ist, mache ich da jetzt noch ein bisschen Rinderbrühe rein. Das hat nichts mit Hähnchen zu tun, aber es gibt einfach Flavor und ich liebe Flavor, also machen wir das da rein. Und ja, so sieht unser Kartoffel jetzt aus. Unten ist es ein bisschen geölt. Was wir jetzt tun werden, ist das einmal umrühren, damit es im Ofen auch schön kocht und alles geseasoned ist und nicht nur oben. Und danach tun wir das Chicken da rein. So, der letzte Schritt ist... Oh, Schatz, kannst du den Ofen einmal vorheizen? Ja. Also anmachen auf ca. 180, 200 Grad ist gut, 200 Grad ist gut, weil 180 Mausi können wir jahrelang warten. Ich will, dass mein Chicken schön knusprig und hart und trocken wird. So, 200 Grad auf Umluft. Und ja, ich werde... Eigentlich wollte ich da gerade mit meiner Hand reingreifen, aber ich glaube, das Wasser ist noch ziemlich heiß. Deswegen, ich nehme eine Zange. Und dann holen wir einfach unser Chicken hier raus und platzieren es auf unseren Kartoffeln. Und irgendwie, irgendwas sitzt in mir nicht, wie Chicken aussieht, wenn es gekocht ist. Einfach dieses weiße, I don't like that shit for me. So, ich überlege gerade jetzt, wo ich dabei bin, ob ich diese Chicken-Stücke kurz in eine Schüssel tun soll und seasoning soll, also mit Gewürzen einmal umwürzen soll. Aber eigentlich ist es Bullshit, weil es kocht da ja eh weg. Aber eigentlich habe ich Bock drauf. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, falls ihr euch jetzt wundert, so, oh mein Gott, lässt sie einen Schritt aus? Aber ich frage mich gerade, ob ich einen Schritt zufügen soll. Aber eigentlich nicht, weil das Chicken war so auch schon immer mit Gewürzen, ne? Geil. Okay, gut. Dann lass ich einfach so und mach oben ein bisschen. Weil da sind ja extrem viele Gewürze sowieso.
Du sagst es. Auf jeden Fall, ja, Leute, das Einzige, was wichtig ist bei diesem Gericht, also was mir zumindest wichtig ist, ist, nachdem ihr das so circa 45 Minuten so kochen lassen habt, wird euer Huhn von oben ziemlich goldbraun sein, aber von der anderen Seite nicht. Deswegen musst du das wenden. Wenn du willst, dass es so schmeckt wie bei mir, okay? Sonst wird nämlich dein Chicken einfach soft. Also wenn du ganz ehrlich, wenn du softes Chicken magst, dann Schatz, bitte mach es so. Dann lass es weniger drin und iss es so, wie du es magst. Wenn du es so magst wie ich, dann befolg das, was ich dir sage und es wird so rauskommen, wie es bei mir aussieht. Leute, damit das Chicken nicht komplett so weiß reingeht, weil es sitzt einfach nicht richtig in meinem Herzen, mache ich da ein bisschen Chili-Pulver drauf. Falls ihr irgendwie so Pommes-Gewürze habt oder sowas oder Hühnergewürze, ist das auch perfekt. Ich benutze das jetzt einfach nur ein bisschen, checkt ihr, damit es oben so ein bisschen staubig wird. You feel me? It's just about the vibe. Ich frage mich, habe ich da Salz reingemacht? Alles? Ich glaube, ich habe kein Salz reingemacht. So, noch ein bisschen Salz oben drauf. Du hattest auf jeden Fall Salz. Oh, das haben wir auch jedes Mal, wenn ich koche, einfach übersalzt das Tier essen. Aber auf jeden Fall, I love salt, you know me. Auf jeden Fall, Leute, ist es halt tatsächlich alles, was ihr machen müsst, damit ihr mein Gericht habt. Das geht jetzt in den Ofen für, wie gesagt, 45 Minuten bei 200 Grad. Da werde ich das Chicken wenden und einmal die Kartoffeln umrühren und dann sollte das Essen fertig sein. So, Leute, unser Food kommt in den Ofen. Mal gucken, wie es in einer halben Stunde aussieht. So, Leute, es sind ca. 20 Minuten vergangen. Die Kartoffelchen fangen an schon braun zu werden. Das heißt, die sind auf jeden Fall gar. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass nicht alle Kartoffeln gar sind, weil ich das Gericht schon gemacht habe und die Erfahrung auch schon gemacht habe. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall ein bisschen umrühren und das Chicken ist mir auf jeden Fall auch nicht braun genug. Deswegen lasse ich das ein bisschen drin. Und wenn es richtig brown auf dieser Seite ist, dann drehe ich es um, weil ihr werdet auf jeden Fall einen Unterschied erkennen. Look at this shit. You feel me? Deswegen wird alles nochmal mit reingetan und dann zeige ich euch das, wenn ich es umgedreht habe und das Essen fertig ist. So, um sicher zu gehen, dass eure Kartoffeln auch werden oder falls ihr wollt, dass es schneller wird oder dass sie weicher werden und nicht so knusprig, dann könnt ihr gerne noch ein bisschen Chicken Stock Water nehmen und das einfach ins Essen geben. Dann ist das Essen ein bisschen flüssiger, hat ein bisschen mehr Taste und ihr könnt sehen, dass die Kartoffeln jetzt auch ein bisschen mehr mit Flüssigkeit gedeckt sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch werden, ist höher. Auch wenn sie ziemlich safe auch durch werden, hättet ihr das nicht reingetan. So, jetzt geht's doch ab, meine lieben Leute. Jetzt sieht's doch gut aus. Jetzt wenden wir das Ganze mal. Und dann lasse ich es noch ein bisschen kochen. Ich liebe es einfach, Essen schön lang drin zu lassen. I just like that. Also, wenn ich hungrig bin, natürlich nicht. Ich bin gerade auch hungrig, aber trotzdem. Ich liebe es einfach, dem Essen Zeit zu geben, was ich meine, weil wenn man Sachen hastig macht, dann werden wir nicht. So, Leute, das Essen ist fertig. Und ich brauche einfach nichts sagen, Chris. Girl. Selbstverständlich könnt ihr einfach den Schritt mit dem Chicken weglassen und alles nur mit Kartoffeln und Gemüse nach eurer Wahl machen. Und yes, that's it. So, Leute, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Das Essen ist jetzt fertig und wir werden gleich essen. Meine Mama hat nochmal Salat gemacht. Und falls ihr ein Rezept dazu wollt, kann ich auch mal 5 Minuten ein Video davon machen. Aber eigentlich ist das stinknormaler Salat. Und ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich hoffe, ich glaube, euch ist safe im Mund, wie nennt man das, so der Speichel zusammengegangen, weil das Essen ist unnormal lecker und ich freue mich unnormal, das zu essen. Schickt mir eure Fotos, wie das bei euch geworden ist, ob es geschmeckt hat, was ihr da noch reingetan habt, ob das gebockt hat, damit ich auch Sachen abändern kann und neue Sachen probieren kann. Und vergesst nicht, unter dem Video zu schreiben, was ich in Zukunft noch für Rezepte ausprobieren soll. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht mehr zu schreiben, was ihr in Zukunft für Rezepte sehen wollt. Und schreibt mir auch mal, wollt ihr, dass ich in den Videos mit aufnehme, immer wie ich einkaufe, weil eigentlich gehe ich einfach immer in den Kauf ein oder soll ich direkt hier in der Küche starten? Kommentiert das auf jeden Fall unten in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal.